Hallöchen! Grüßt euch alle! Hallo! Hallo! Willkommen bei wieder Hohe Töne machen! Und die Leute mit Kopfhörer werden uns jetzt verfluchen, glaube ich. Willkommen bei Let's Gospel! Bei Sister Act 4! Sister Act Reloaded mit Domi und Daniel! Ich habe gerade eben Flüssigkeit auf meinen Tisch ausgeschüttet. Es ist trinkbare Flüssigkeit, ja. Wohlgemerkt. Wir haben Onairos, für die, die es nicht mehr wissen, frisch verlassen. Können nicht mehr fliegen. Doch, nein. Wir können nicht mehr fliegen, aber dafür hochspringen. Noch, solange wir im Turm sind. Genau. Und müssen jetzt so uns aufmachen, Bethany zu killen. Die nächste der Geschwister. 20. 20. Sie windet die. Die Frage 18. Sorry, wir haben vorher gerade wieder noch Check gespielt, deswegen sind wir jetzt noch ein bisschen blöd. Das Zweier, das Dreier haben wir leider schon durch. Wobei das ziemlich cool geendet ist. Bist du nicht ganz runter? Nein. Da oben ist nämlich der Eingang zum. Oder der Ausgang. Ich glaube zumindest, dass ich durch den Eingang wieder raus muss. Und. Hep, hep, hep. Hep. Und hep. Ah, das ist schon wieder ganz hoch. Safe? Ganz hoch will ich safe lieber mal, ja. Zum Beispiel für solche Fälle. Vielleicht musst du wirklich? Na guck mal, unten ist ja nichts. Warst du gerade Quickload? Hast du gerade safe gemacht? Auf was hast du gedrückt? Ich habe einen Screenshot gemacht. Okay. Und ich muss da ein bisschen was rausschneiden, denke ich. F7, genau. Jetzt habe ich den Screenshot sogar extra umgebindet. Weil ich musste mich, glaube ich, hier wieder raus. Hä, wie sollst du denn das bitte schaffen? Gut, da muss ich wahrscheinlich doch unten raus. Die ganze Scheiße war umsonst. Super. Mit mal. Hehe. Super. Aber ich bin jetzt wenigstens wieder im Haus direkt. Ich sollte vielleicht, wenn ich im Haus bin, das hier nehmen. Ah, ich habe ja so wenig. Ich glaube, irgendwie so etwas über 30. Zieltür zu. Was müssen wir überhaupt machen? Ja. Wir müssen jetzt einfach mal weiterlaufen und schauen, wann was passiert. Ich kann da mal F3 was auf die Objectives gucken. Ich habe nicht einmal Objectives. Das heißt, du läufst jetzt einfach mal mit Klicks rum. Ja. Aaron! Get out! This is family business. You weren't here for me before. Why the interest now? Leave! Okay. Hä? Nein! Leck mich am purpurnen Popo. Ich mag den nicht. Ich hasse solche Gegner. Grotzefix. Wir wollten gerade gehen. Ja, der lässt uns nicht einmal zur Haustür. Oder müssen wir doch den Aaron jetzt verkillen? Die Aaron Quest tatsächlich, wir müssen zuerst den Aaron killen und das ist ein scheiß Endgegner, ich hasse ihn. Stop. Stock. Ist das Aaron? Alter Verwalter! Okay. Ich hoffe, ich muss da lang. Denn ich habe keinen Plan, ob ich da lang muss. Oh, Lech! Schock mich, mein Halsherz! Dein Halsherz? Mein halbes Herz! Ich bin zur Hälfte erschrocken! Ah, Aaron! Aaron Carter! Aaron Carter, ja. Need a key. I'm surfing! Was? Surfing USA! Ich glaube, das hat er gecovert! Es ist mir so egal, was der Typ gecovert hat oder was er gesungen hat, ich mag ihn nicht! Aber du bist doch ein Backstreet Boys-Fan, du magst doch bestimmt Nick Carter, seinen Bruder, oder? Das schaut irgendwie komisch aus. Ja, bei dem Spiel hatten wir schon mal eine Überraschung. Ich muss in den Workshop. Habe ich den Workshop Key? Ah, der gibt ihn mir sicherlich. He was a strange one. An artist. He used to spend many long hours in his studio. Where is this studio? It is located in the inner courtyard, behind the stables. Ja, gib's mir Workshop Key. Work Room Key. Behind the stables, huh? A clue? I spoke with the butler about Aaron, an artist, he said.
would spend long hours in his private studio, located in a manor's inner courtyard. Peace. Peace, yo. Raus? Ah ja, das ist jetzt der inner courtyard hier sogar. Es pinkelt. Das hat sich wie eine Explosion angehört. Ich mag ja Explosionen nicht, die nicht von mir erzeugt wurden. Verständlich. Jetzt. Nein, ich höre auf. Das hat sich richtig eingebrannt, was? Daniel, du kannst nicht mehr fliegen und so, ne? Ja, ich weiß. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier noch nicht hoch. Ich gehe auch nicht mehr runter. Du musst für immer hier oben bleiben. Ah, toll. Intelligent. Behind the stables, hat er gesagt, ne? Ja, das muss da oben ins Fenster rein. Letztendlich. Ah, das war das, wo ich gerade eben drin war. So. Wir müssen mal schauen, ob von Judenaut... Interessant. Besonders, weil es drin noch teilweise regnet. Ob von Judenaut Jack ein LP möglich ist. Weil das wäre ziemlich cool. Können wir unsere Dummheit mal in Aktion erleben? Unsere absolute Gestörtheit. Das ist ein Esel, kein Pferd. Ja gut, er hat nur gesagt Stables, ne? Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich da hoch, anders geht's ja nicht. Ich frage mich ja bloß, wie man da rüberkommt, ne? Ja, ich glaube, die Leiter steht nicht umsonst da, ne? Von dem Dach aufs andere Dach dahinter? Von diesem Dach? Von dem Dach auf das Dach dahinter? Wenn du so zeigst, sehe ich es nicht. Moment. Ja. Von dem Dach ja? dahin und von dem auf das. Aber wir kommen nicht auf diese Dachschräge da hoch. Das ist ja das Problem. Nach oben gucken? Ich weiß es nicht. Probieren wir gleich mal. Jetzt muss ich erst mal... Nee. Ich werde doch ganz nass. Ganz feucht. Ich werde ganz feucht. Oh. Und nicht mehr mein Kopf. Oh Gott, Daniel, ist richtig trocken rubbeln. Oh, ich werde so feucht zwischen meinen Fingern. Oh Gott, das macht mich jetzt richtig an. Oh, bist du sicher, dass du mich nicht penetrieren willst? Ganz sicher, Daniel. Ganz sicher? Oh. Aber ich habe doch jetzt so ein ganz natürliches Lubrikant gekauft. Was für eine Marke ist das denn, Daniel? Nivea. Das? Ich komme nicht weiter und der einzige Ausweg ist, schwul zu reden. Ich hoffe, wir kommen nicht offensiv gegenüber Schwulen rüber, weil das ist das Letzte, was ich machen möchte. Oh, ein Ofen. Ich wette, irgendjemand sitzt jetzt schon schreiend vorm Monitor, weil er schon längst die Lösung gesehen hat. Aber wir sind ja da, um euch zu ärgern. Eine Stunde lang Courtyard. Ich bin ein Depp, ich weiß es schon. Ich natürlich auch. Hüstel. Was ist das? Haste? Ja. Haste. Paste. Wusa! Okay, das war laut. Egal, so. Ah, das ist ein... Der malt mich! Mit einem Fadenkreuz. Und einem Schlüssel in der Hand. Gut, dass er das nicht hört. Molotow. Nein, Dynamit. Dynamit. Dynamite tonight! Sleep has denied me. Der Schlaf hat mich verschmäht. er hat schon lange nicht mehr geschlafen. Irgendwas mit Deutsch. I wish to return to my German boarding house. Jawoll. Bethany, du Hexe, du Alte. I know you're watching and plotting. Do not covet my thoughts. Ich hab grad schottisch geredet. Do not covet my thoughts, mate. Blablabla. Asia. Okay.
Ihr habt sicherlich schon selbst gelesen. Elegant. Der erinnert mich ein bisschen an Phantasmagoria 1, an den Typen. Oder an den vom Harvester, vom Hotel. Stimmt, den wollen wir, ja, nicht Spoiler, falls wir nochmal ein LP machen. A detail in canvas. Never had I been far enough away to grasp its entirety. Der malt aber schnell. Der braucht nicht mal eine Leiter. Ah, das ist jetzt das Viech, das wird, glaube ich, lebendig oder kommt oder sonst was. Es, ja, die, ja, Frau, es kommt. So kindisch wieder. Ja. Du rappst ja gewisse Sachen bei dir. Oh! Wow. Das ging fix. Instant Kill, was? Mahlzeit. Was nur den Kopf? Da wird man aber nicht satt. Oh. Eine Maniküre. Ich glaube, der steht da lang bei der Maniküre. Ich sollte dann speichern. Beim... ich soll jetzt mal wieder rüberspringen. Ja, wenn Dings aus ist, die Sequenz. Sequenz. So, blablabab. Miau. Und miau. Ja, ist recht. Da. Den kennen wir ja. Jetzt malt er wieder lustig. Ah. Kannst du mal die Shisha rüberlegen, weil dann mache ich später eine neue. Ja, ich tue schon mal die Kohle runter. Ich habe vorhin einen riesen Fail geleistet. Das war echt Hammer. Ich habe die Kohle erzählt. Für die Shisha angezündet und draufgelegt und zieh. Und da kommt ewig kein Rauch. Und dann schaue ich hoch, ist plötzlich die Kohle nimmer da. Und ich denke mal, was soll denn jetzt? Dann schaue ich ein kleines bisschen nach links und merke, dass ich die Kohle auf die zweite alte Shisha gelegt habe, die noch bei mir am Tisch steht. Ich war höchst amüsiert, das könnt ihr glauben. Findest mich nicht. Findest mich doch. Oh. Schau mal, wie er sich freut. Ja. Diese Sterbesequenz regen ein bisschen auf, weil da kann man nicht so schön überspringen. Also wenn er jetzt auflädt, weg. Vielleicht mit Haste dann? Leck mich doch kreuzweise! Oh, der knallt ja mehr rein als der... Gross. Das ist ja schon fast ein Endgegner, hey. Ein Zwischenboss halt. Ja. Hä? Sau dich! Leute, Schweiter! Was? Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Speichern! Speichern! Oh, wo ist die Öffnung? Das müsste jetzt kommen. Kann man das Ding runterschießen oder ja, so? Ja, ich überleg's mir gerade. Soll ich noch rausschießen? Okay, nein. Ich habe eine andere Idee. Ich weiß schon, wie es da weitergeht. Gut. Beziehungsweise wie ich dieses Herz hole, weil ich will ja mehr Mana haben. Und also ein Mana Herz. Heißt und hinspringen. Genau. Ich habe Aaron gehört. Jetzt probier ich es nochmal. Go, Rettungssprung. So. Jetzt dürfte ich 160 haben. Ja. Jawohl. Mike. Natürlich wieder Power und Schnelligkeit. Winken. Ich habe jetzt, für was habe ich einen Schlüssel jetzt aufgesammelt? Eine gute Frage, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wie wär's denn, wenn ich die Tür unten einfach verwende? Du verwendest die Tür. Ich wette, ich komme da jetzt nämlich raus, Domi. Muhar. Stimmt, du kommst nämlich da raus. Aber ich weiß nicht, was das für ein Schlüssel war. In meinem Inventar sieht man es ja nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Und zurück komme ich ja, glaube ich, auch nicht mehr. Die also war sowieso. Irgendwas Jan? Muss die Tür sein. Jan. Der Schlüssel. Ja. Die Tür. Die Tür, die ich gerade eben eingesammelt habe. Deswegen. Gut, dass ich jetzt noch meinen Amaretto-Cola habe. Und ich mein Bacardi-Cola. Yummy! Ah, komm mal nicht hoch. Madness. So. Komm ich hier rein? Nee, ist auch Jam gewesen, ne? Genau. Stop. Ich bin gerade voll glücklich. Amaretto, Kaffee. Was denn? Ah, nee, doch nicht. Ich habe gerade eine Eingebung gehabt, aber die war falsch. Wie hat dir der Teufel gesagt?
Aha! Laut. Bisschen. Ich glaube, ich soll das Spiel vielleicht ein bisschen hier leiser machen, weil das Echo das wieder bei der Aufnahme, beim Zusammenschneiden hinterher. Ja, aber nicht zu leise. Hört man ja gar nichts. Na gut. Ich hoffe mal, hier sind nicht wieder diese Shotgun. Nee, die waren bloß vom Aaron. Ambrose. Ambrose, ja. Aaron machen wir gerade eben. Bethany's Cottage? Na gut, okay. Sag ich doch, dass ich irgendwann die Bethany hier zeitnah killen muss. Hab ich jetzt da hinten ist ein riesiges Tentakel. Die Aaron Quest. Ne, das muss man so hier pflanzen, weil die ist ja Pflanzenfrau gewesen. Ach stimmt, die war ja Gärtnerin oder so, ne? Genau, richtig. Mein Kaffee ist leer. Das ist sehr dislike. Ah. Tot. Kommen wir uns doch gleich mit diesen anderen Viecher von gerade eben, bloß in Kleinversion. Hier ist nicht viel. Außer Madpacks. Ja, why not? Sag von denen ich in letzter Zeit relativ viel verschwendet habe. Was machst du bei ihrer Cottage jetzt? Ich glaube, ich entweihe ihr Grab, weil die spukt ja nirgends rum, ne? Ah, nee, Quatsch, nein, das war noch böse. Ei, ich erinnere mich, da war irgendwas Böses. Dann kommen diese Viecher auf dem Rückweg, weil ich weiß definitiv, dass die hier kommen. Okay. Das war nicht ganz leicht. Ich höre einen Amplifier. Wahrscheinlich im Stockwerk über dir? Ah, ne. Doch, der ist über mir. Das habe jetzt sogar ich gehört. Das ist also das Bethany. Ist Bethany, ja. Schaut ja eigentlich relativ nett. Voll die Groove, die Frau. Okay. Gut. Die ist voll goth. Das hat mich da überhaupt die, ja, ich denke es mir gerade. Weißt du was? Ah, das sieht man schon. Und ich habe ja gerade eben super cool den Miet aufgesammelt. Ich habe nur noch 16 Health. Oi, oi, oi. Das ist gescheit runtergegangen. Ich war mal auf 30. Hm. Aaron's Room Key, ja. Und noch irgendwas in Aaron. Was ist das? Der Jawbone. Genau, der wurde ihm nämlich entfernt. Ist das mit Aaron? Okay, ja. Hauler! Ich finde die so süß.